Hallöchen Leute, willkommen zurück zur 6. Episode von Metroid Prime. Ich bin Davy und ich tue euch ganz herzlich von den Höhlen in Magma zurück begrüßen. Wir müssen jetzt aufs nächste Gebiet gehen, wo wir ein Signal erhalten haben. Ich muss jetzt mal kurz rauszoomen. Wie gut man rauszoomen bitte? Das ist rotieren, also minus. Das war ja da hinten, da ist es ja. Ein bisschen vom Weitem entfernt zu gucken. Es ist jetzt ein langer Weg, glaube ich, bis dorthin. Aber wir gehen jetzt mal durch die Höllen von Magma, durch den natürlich guten Dankeschön. Durch den guten Teil. Oh, ja, mach mal halblang. Natürlich durch den Warrior Suit können wir jetzt hier ganz gemütlich durchlaufen. Aua. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ihr seht, diese Gebiete machen uns eigentlich nichts mehr aus. So. Ah, aber dich tun wir auf jeden Fall noch scannen. So, sehr schön. Gut, super. Ja. Wühlschabe, unterirdisches Raubinsekt. Die Wühlschabe weist starke Ähnlichkeiten zum nah verwandten Grabkäfer auf. Doch im Gegensatz zu ihm verbringt sie ihre meiste Zeit unter der Erdoberfläche. Schon bei kleinsten Erschütterungen verlässt die Wühlschabe das Erdreich, um anzugreifen. Ihre stark eingeschränkte Intelligenz reicht aus, um aussichtslose Auseinandersetzungen zu vermeiden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Insekt seinen Mangel an Intelligenz durch gesteigerte Aggression ausgleicht. So, komm. So, komm, sehr gut. So, du bist ja auch wirklich doof. So, oh, jetzt geht's rund. Höhlen von Magma. Und es hört sich sehr nach Norfe an, die Musik. Ja, genießen wir sie mal, diese geniale Musik. Natürlich, ein neuer Eintrag. Magma in Lava lebende, feuerspuckende Schlange. Magma ist bevorzugte extrem heiße Bereiche und sieht besonders empfindlich gegenüber niederer Temperaturen. Ah, okay. Waffentechnologie gänzlich ohne Sehvermögen, verlassen sie sich auf Ultraschallreflexion, mit deren Hilfe sie sich durch die Lavaströme navigieren. Zu diesem Zweck haben sie Rezeptoren ausgebildet. Darüber hinaus verfügen Magmas über einen hochsensiblen Geruchssinn, der ihnen eine präzise Ordnung von Beutetieren ermöglicht. Alles klar. Da haben wir aber da oben was, was es gern will. Ah, okay, das ist Crabble Beam, aber der Crabble Beam haben wir ja noch nicht. Oh, okay, da ist das nächste Teil. Sehr schön. Komm. Sehr gut. Gut. Puffer, instabiler mit Gas gefüllter Organismus, platzt beim Berühren. Puffer füllen ihre Körper mit tödlichem Metavibrium-Gas und schweben durch ihr Habitat, um Nahrung zu suchen. Wenn sie zerplatzen, wird dieses Gas freigesetzt. Obwohl sie diese fragile Struktur besitzen, gehen Puffer bei der Jagd sehr aggressiv vor. Die Gaswolke, die sie nach ihrem Ableben hinterlassen, lässt meistens auch ihre Angreifer verenden. Okay. So, weg wieder. So, gut. Jetzt muss ich mich aber beeilen, glaube ich. So, komm. Sehr gut. Wow, das war knapp, glaube ich. So, einmal Energiekugel wieder mitnehmen. So, haben wir da irgendwas zum Scannen, was noch sinnvoll wäre? Nein, anscheinend nicht. Okay, haben wir hier irgendwo ein Loch? Oh, das sieht sehr interessant aus. Nee, doch nicht. Okay, alles klar. Ich nehme es wieder zurück. So, erstmal das Vieh hier kaputt machen. Wieder das Vieh kaputt machen. Und dich können wir kaputt machen. Komm. Bupp. Sehr schön. Wir können euch doch kaputt machen. Das ist sinnvoll. Aber können wir dich hier... Ne, Rakete können wir auch hier nicht reinballern. Alles klar, schnell beeilen. Und jetzt darüber. Was ist dein Problem, Bub? So, was haben wir hier? Ne, das können wir nicht kaputt machen. Aber bestimmt mit einer Morphball-Bombe. Bop, wunderbar. So, okay, da ist noch eine Morphball-Bombe. Okay, da sind wir schon wieder im nächsten Gebiet.
Oh, dieses Giftgras kommt doch ein bisschen weiter voraus, wie ich mir es vorgestellt habe, die ganze Geschichte. Gut, da hinten ist noch einer. Komm, komm. Eieiei, komm jetzt her. Hallo, hallo. Ah, da oben bist du. Gut, dann haben wir dich auch mal weg. So, genau jetzt mal wieder durchgucken. Das sieht auch so merkwürdig hier aus, die Wand. Schauen wir mal. Vielleicht ist sie doch brüchig oder mit einer Rakete. Nee, doch nicht. Ich meine, ich muss mal ab und zu ausprobieren. So, gut. Ja, das ging doch leicht wie geschmiert. Das lief doch schon wie geschmiert. So, oh. Hallo. Ah, aber das sind neue Gegner. Cool, 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 cool. Gleich zum Scan. Gleich zum Scan. Komm. Ich drücke mal wieder die Morph Ball Version. So, was haben wir? Ein neuer Eintrag wurde in die Datenbank, okay. Vulkanischer Klammerbock, stark gepanzerte Kreatur mit kraftvollen Kiefern. Der vulkanische Klammerbock legt sich Vorräte an. Er sammelt kleinere Lebewesen und Nahrung, lackert sie an, okay, einen bestimmten Ort, um sie später zu verzehren. Seine harte, dreigeteilte Kieferpartie dient zudem zum Transport von Erdreich und Geröll. Sie ist stark ausgebildet und es ist dementsprechend schwer, seiner Umklammerung zu entfliehen. Alles klar. So, dann schauen wir erstmal hier mal durch. Können wir so rüber? Nein, können wir nicht. Das war ja klar. Mal wieder mehr benutzt. Das war mir doch bewusst. Und dich, okay, das ist wieder so ein Abwehrmechanismus. Das heißt, ich muss von unten. Das wird jetzt heikel. Jo, sehr gut. Danke. So, das war jetzt eine blöde Kameraperspektive. Ich muss mal drehen. So, können wir euch eventuell kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Das wird jetzt was. So, gut. Immer aufpassen, dass die Viecher nicht in meine Nähe kommen. So, oh, wunderbar. Das haben wir doch gemeistert, ohne Probleme. So, gibt es hier irgendwas aber zum Mitnehmen? Nee, anscheinend nicht. Alles klar, gut. Dann scheiß mal drauf. Dreh dich. Oh, okay. So, aha. Aber hier gibt's was. So, ein bisschen Energiekugel. Gut. Oh, das Gebiet sagt mir auch was. So, aber erstmal gehe ich hier runter. Weil wir können hier auf jeden Fall was einsammeln. Wow, so... Alter, so lang bleibt ihr da. Ihr scheiß Rotzdinger. Unfassbar, dass das Gas so lang da bleibt. Okay, wir müssen auf jeden Fall da runter und das gehen wir auch gleich. Okay, wo geht's da hin? Da geht's da runter dann, ne? Yep. Da geht's da runter. So, gut. Oh. Oh, oh, oh. So, Abkürzung. So, immer vorsichtig. Da ist mein Ziel. Das will schon mich attackieren, das Mistvieh. Aber vergiss es. So, rein mit dir. Wunderbar. So, wo geht's jetzt hier entlang? Was gibt's hier? Okay, da gibt's schon mal da eine Tür. Finden wir hier was Sinnvolles? Hoffentlich. Okay, Lava. Da ist ein Missile-Container. Das ist doch wenig sinnvoll. Noch ein Missile-Container in unserem Repertoire. Jetzt schon 35. Was will man mehr? Gut. Das ist auch gemeistert. So, was ist hier? Komm, wir nehmen mal hier ein bisschen Energiekugeln mit. Aufkommen jetzt. Gib mir ein paar Energiekugeln. Danke. Volle Energie wieder. Bevor wir wieder hier zur Fregatte rausgehen. Ich guck mal, ob es noch so ein Gebiet gibt. Oh, oh, oh. Oh. Weg. Gibt es hier irgendwas noch so mäßig, was sinnvoll ist? Nee, anscheinend nicht. Okay. Alles klar, dann bring mich dem Loch raus. Weil anscheinend gibt es hier unten nichts mehr. Ja, ja, baller mich raus. Danke. So, gut.
So, dann haben wir das hier auch. Wir haben einen Mistelcontainer auf jeden Fall gefunden. Jetzt muss ich gucken, dass die Mistviecher. So, da können wir wieder hoch. Und wie sieht's aus? Da hoch, okay. Da hoch. Gut, 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 gut. So, jetzt mal ein paar Giftdinger wegmachen. Dass sie mir hier das okay, den habe ich auch getroffen. Da ist auch noch was. Gut. Ich glaube, das war's soweit, anscheinend. Was diese Giftgaswolken angeht. Oh, aber da ist noch eine riesen Energiekugel. Ein neuer Eintrag natürlich für 100 Einheiten. Okay. Das gefällt mir jetzt gar nicht, dass das da runter geht. Komm. Weil ich komme nicht mehr dran. Okay, dann gehe erstmal wieder hoch, Transporter. Aber ich wollte auf jeden Fall den Scan noch durchführen. So, und jetzt Beeilung. So, gut, sehr schön. So, und zack, zack, zack. Aha. Warum gibt es diese Plattform da? Verstehe ich echt nicht. So, gut. Oh, super. Super. Super, super, wie man es auf Französisch sagen würde. Jo, klar, warum nicht? Ja, ja, komm. Geht fort. So, gib mir die Energiekugel. Danke. Dum, bam, badam, bam, bada, 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 bam. So, gut. Dann darüber. Sehr schön. Hey, das läuft gerade so wie geschmiert. Oh, nee. Ihr schon wieder. Oh, langsam. So gut. Was geht? So gut, du bist weg. Super, muss ich jetzt zwei Raketen draufballern? Ups, das ging daneben. So, aber jetzt die sitzt. Sehr gut. Gut, dann haben wir jetzt schon mal zwei feindliche Dinger kaputt gemacht. Das ist auch wichtig gerade. Weil die... Ja, genau deswegen. Gut, das haben wir auch gemeistert. So, wo geht's hier entlang? Geht's irgendwo hier? Ah, okay, das ist bestimmt ein Gebiet, wo ich nicht weiterkomme, oder? Oder ist es schon... Oder ist es schon ein Ding? So, einmal auf die Karte gucken. Okay, wo führt mich das hier hin? Ja, da müssen wir weiter, oder? Glaube ich, genau hier hin, oder? So, zoomen wir mal raus. Nee, wir müssen eigentlich da hoch. Aber ich kann ja mal... Nee, da gehe ich doch noch nicht durch. Das ist ja das da. Scheiß mit drauf, scheiß mit drauf. Gehen lieber den normalen Weg, wo wir jetzt gehen sollten. Jo, klar, warum nicht? Komm. Verdammt! Das gibt's doch nicht! Ich treffe die verdammte Viecher nicht! So, komm, zoom! Geht doch, ey! Meine Güte, haben die mir gerade Energie abgezogen, die Mistviecher! So, gib mir ein paar Raketen wieder. Und ich glaube, das war nicht die einzige. Das ist ja gerade die Katastrophe dabei. So, komm. Zack. Bim, bada, dim, dim, badam. Okay, da ist eine Plattform. So, so, rüber, darüber. Ich glaube, da oben ist noch... Ah ja, habe ich mir's gedacht. So, gut. Okay, Rakete muss ich eigentlich nur für Raketen anvisieren. Das ist wenigstens vorteilhaft. Da muss ich nicht, dass ich die treffen tue. So, hoch mit dir. So, da war gerade doch was. Ich habe gerade was gehört, hä? Ist es da weiter oben oder was? Nur so ein feindliches Geschütz. Oder, nee, das ist das da unten, okay. Alles klar. Oh, da haben wir bestimmt einiges zum Scannen.
Ja, das war schon mal nichts Großartiges. Nein, auch nicht. Auch nicht. So, ich lese nur das, was in Datenbank eingetragen wird und nicht jeden Scheiß dann. So, bum, badabam, bam. Jo, klar. War ja wieder mal klar von mir. So, oh. Das sieht so brüchig aus. Nee, doch nicht. Alles klar, ab. Oh, jo. Dieses Gebiet liebe ich. Ich werde es jetzt einmal versuchen. Ja, hoch mit dir. Das lasse ich noch, bevor ich nicht viel Energie habe. Weil, wenn man da hochkommt, gibt es einen Energiecontainer noch. Aber das wird mir jetzt nicht gelingen. Fürs Erste noch nicht. Weil dafür habe ich zu wenig Energie, diesen scheiß Energiecontainer zu bekommen. So, gut. So, hey, hallo? Was war's das? Meine Güte. Ich habe gerade nicht acht gehabt. Gut. Ja, Zutritt zur Eiswüste von Thora. Ja, sind wir im nächsten Gebiet. So. Gut, so machen wir das auf. Alles klar. Mal gucken, können wir das scannen? Ist es sinnvoll? Nö, ist es nicht. Da ist mir schon klar, dass man nur mit dem Charge Beam das kaputt machen kann. So. Und ein kleiner Überblick von dieser wunderschönen Eiswüste. Von Fendrana. Ah ja. So, dann haben wir wieder schöne neue Gegner da. Aber zu weit weg. Sind noch zu weit weg anscheinend. Dum, badababam, bam. So, gut. Ja, das bringt mir eh noch nichts, da reinzugehen. Ja, ein neuer Eintrag natürlich. Zapffüßer. Arktisia Gliederfüßer mit Revierverhalten. Die Eisschale des Zapffüßers reflektiert die meisten Beamwaffen. Daher wird der Einsatz von ballistischen Waffen oder hochtemperierten Waffentechnik empfohlen. Ihr Larvenstadium verbringen sie kopfüber in Eishöhlen hängend. Während dieser Zeit sammelt sich Feuchtigkeit an ihrem Körper, die im Laufe der Zeit zu einer festen Eisschicht wird. Den so entstehenden Eiskegel behält der Zapffüßer für den Rest seines Lebens. Alles klar. So, badam. Ich glaube, hier kann ich noch nicht rein. So, darüber können wir auf jeden Fall schon. Ich muss auch, glaube ich, darüber. Weil da ist der nächste Speicherpunkt. Wunderbar. So, was haben wir da? Ah, da ist nichts Großartiges. Aha, alles klar. Hä, hab ich das noch nicht? Speicherpunkt. Alles klar. Ja, Speicherstation, das ist ja klar. Das ist ja klar. So, ab. So, gut, Leute, das wird diesmal eine kürzere Episode von Metroid Prime. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer gut gelaunter Davy in einem phänomenalen Let's Play. Oh, tschüssi, Kowski.